Hallo, willkommen hier in Las Vegas Resorts World und startet heute der Olympia Amateur und da haben wir Teilnehmer aus Österreich, ne? Nicht aus Deutschland wollte ich gerade sagen, aber aus dem engeren Umfeld sozusagen betreffend ESM. Die schauen wir uns jetzt an. Korrekt? Klasse. Bikini. Name? Camilla. Coach? Stefan. Kienzel. Wäre ein schönerer Wortlaut gewesen. Boss. Ja, also das Übliche. Ne? Wie so oft hier? Mir geht's richtig gut, ich freue mich extrem. Also ich habe einfach richtig Spaß gerade. Wie war jetzt die letzten Stunden, die Nacht vorm Wettkampf? Ich bin irgendwie so entspannt, weil ich erhoffe mir gar nicht viel außer Spaß. Deshalb habe ich gar nicht so den Druck, es macht einfach nur voll Spaß. Mir geht's eigentlich bis jetzt auch immer top. Ich bin nur also bei ihren Auftritten aufgeregter als beim eigenen Auftritt. Aber die Konkurrenz hier ist echt gut, also bis jetzt sind alle Klassen eigentlich ziemlich gut besetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich vergleicht, aber sie sieht mega aus, also nochmal auf jeden Fall verbessert zum letzten Wettkampf und ich glaube, Finale könnte drin sein, hoffen wir natürlich. Siehst du selbst eine Verbesserung zum letzten Wettkampf oder wie schätzt du deine Mental auf jeden Fall. Letztes Mal war ich komplett am Ende vorher, weil ich mir dachte, ich kann niemals mithalten bei irgendjemandem. Allein schon die Verbesserung, dass ich einfach Spaß haben kann, bedeutet mir extrem viel und ganz kleines bisschen von der Form auch, aber es ist halt erst eine Woche her, deshalb ist jetzt noch nicht so viel passiert. Fällt dir das leicht, auf die Bühne zu gehen und Posing zu machen oder ist das noch sowas, wo du noch so reinwachsen musst? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen reinwachsen, aber ich weiß, dass es jetzt auf jeden Fall besser wird als letzte Woche. Allein weil dieser Stress, wie es überhaupt ist, schon mal weg ist, weil ich so ein bisschen Erfahrung schon gesammelt habe. Face the rear. Face the rear. Face front. Herzlichen Glückwunsch. Finale. War ein bisschen doof, ja. Aber auf der Bühne ist Teppichboden. Ich habe noch nie auf Teppichboden gepostet. Ich bin einfach gestolpert. Es ging mehreren Mädels so. Ja, es war auch eine Überraschung, hat uns niemand vorher gesagt. Wir haben soeben die Vorwahl der Olympia Amateur Bikinis gesehen. Jetzt ist da Pause und wir nutzen die Zeit. Ich habe eben Reis mit Hühnchen gegessen. Und wir fahren jetzt zum Dragon's Lair, right? Mhm. AKA Flex Lewis Gym hier in Las Vegas. Und treffen da Luca, Roland und Dagmar. Genau. Team Cheerlock, ja. Sozusagen. Ist somit vollständig Viva Las Vegas. Genau. Weißt du noch, wann du das letzte Mal hier warst? Das müsste ja dann vor 2 Jahren gewesen sein. Korrekt. Hat das anders in Erinnerung? Ich wusste gar nicht, dass das von außen so wie so ein Bürogebäude aussieht. Nee? Nee. Die vielen Jahre, die vielen Gyms, die vielen Länder, Kontinente. Erwischt das alles so. Aber voll. Also, hör, sieht ein bisschen komisch aus. So? Ja, so ist super. Hände weiter an. Herzlich willkommen in Vegas.
Willkommen, ne? Jawohl. Jetzt kann ich, guck mal, jetzt ist das Team endlich vollständig. Jetzt ist es vollständig, ne? Und ich bin wieder ein bisschen besser beieinander wie im letzten Video. Ja, war ein bisschen durcheinander. Also ja, wir haben schon gemerkt, deswegen sind wir dann so schnell wie möglich hierher gekommen. Koffer gepackt, in ja, genau, genau. Hierher geflogen, auf die Schnelle. Es war halt einfach ein bisschen Jetlag und Anreise und alles Mögliche. Weil ich habe mich akklimatisiert und jetzt, wo die beiden Coaches da sind, kann nichts mehr schief gehen. Jetzt kannst du nur noch vorwärts gehen hier. Ne? Wir liefern ab. An heute Rücken, zweite Peak-Week-Training. Ich habe schon kurz alle gequatscht mit dem. Ich lasse mich nicht nochmal schlagen. So, also Rücken und was dann? Rücken, wir sind schon ziemlich durch. Das zweite Peak-Week-Training. Morgen nochmal Vollgas und dann Donnerstag wird nur noch durchgepumpt. Also eigentlich vorletzte richtige Ballertraining, sag ich mal. Wird ernst. Ich fühle mich echt gut, ja. Also wir haben ja, Roland hat es glaube ich kurz im Video erwähnt, oder ich hatte es ja auch schon erwähnt, dass ich so viel Gewicht gedroppt habe. Das haben wir wieder mir draufgepackt, mich wieder komplett voll gemacht. Ich habe extrem viel Wasser gezogen, sowohl auch unter der Haut als auch Muskel, aber unter der Haut ist kein Problem. Also das kriegen wir raus, da bin ich, also habe ich nie Probleme. Aber das ist halt das Schöne dadurch, dass ich auch wieder viel mehr Wasser im Muskel habe, ist halt viel mehr Kraft da. Ich meine auch da, das Wasser unter der Haut hilft natürlich im Training so. Weil es ist halt einfach, wenn du nicht so ausgetrocknet bist, kannst du besser trainieren. Gerade wenn die beiden da sind, ich mache mir jetzt null Sorgen, dass ich bis zum Samstag das Wasser unter der Haut nicht rauskriege. Habe ich glaube auch schon mal erwähnt, ich habe wenn dann das Problem, dass ich zu sehr zusammenfalle. Deshalb war das jetzt glaube ich echt ganz geil. Wir haben mich vor der Peak Week nochmal so extrem voll aufgeladen. Jetzt hat entladen wir, jetzt habe ich heute, also gestern schon deutlich weniger Carbs. Wir haben halbiert, heute nochmal weniger. Morgen wird wieder spontan geschaut. Wird ab Donnerstag wahrscheinlich voll gemacht, vielleicht auch schon morgen Abend oder so, wird schon ganz morgen wird geschaut, je nachdem wie schnell ich mein Körper sich verändert. Aber dadurch muss ich sagen, ich hatte glaube ich gestern auch gesagt, das war eins der besten oder das beste Training in der Peak Week, was ich je hatte. Und heute auch wieder eins der besten, weil ich hatte das noch nie, dass ich in der Peak Week in dem Sinn so voll gestartet bin und mein Gewicht ist halt wieder voll nach oben gegangen. Also es kommt mir jetzt im Training voll zugute, auch mein Wohlbefinden, ich fühle mich besser. Ja, bis Samstag sitzt dann alles. Das ist glaube ich ganz gut. Oh, ne? Ja, das ist ja kein Rentnerprogramm hier. Boah, ne? Gibt's hier nicht, wenn der Roland da ist. Nee, das geht gar nicht hier. Nee. Hier wird gekämpft hier. Eins. Zwei. Drei. Komm. Vier. Fünf. Sechs. Weiter. Sieben. Acht. Komm. Neun. Zehn und fünf kurze. Eins. 2, 3, 4. Was los, Roland, hä? Ein Jahr keine Beine mehr trainiert, Leute. Ja. Trotzdem noch da. Ja. Trainier jetzt, komm. Jetzt geht's auf. 1, komm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, komm. 8, 9. Ja. Komm! 10. Ich glaube, ich gehe mit, weil ich lasse auch noch mal die Seiten ein bisschen machen. Ne? Vielleicht wird mein Oberkörper noch dadurch ein bisschen breiter wirken. Ne? Kann ich auch noch mal die Muskelmasse machen. Mach auch zuerst, Nicolo, Dagmar. Mag Dagmar deine Frisur nicht? Doch, ich mag sie, aber ich weiß, dass halt hier so die Blonden mit blauen Augen und wenn ich so nach hinten... Ich habe keine blauen Augen. Das ist ja was. Ja, wir können eine Kontaktlinse machen, die Haare färben wir. Das macht ein, zwei... Ich kann rot machen. Ja, aber wenn du meinst, dann lass es halt noch machen, wenn du meinst, du machst es schon. Das sieht eben. Weiter geht's, komm! 7! Halt! Und drück!
Soundcheck erledigt, den kriegt ihr nicht zu sehen. Weil ich. Kann der Luca Reger League jetzt werden hier? Achso, du machst ihn einfach rein. Nee, was gibt's da leckeres am Training hier? Auf dem Hause ESM. Cinnamon Cereal Easyway. 50 Gramm. Wo gibt's das zu erwerben, falls jemand Interesse hat? Bei ESN.com mit Code. Wie hätten wir das? Nur Hoff und Rege heute am Start, oder? Maximalen Rabatt, theoretisch. Ja. Ich kann gut Werbung machen, gell? Top. Error. Error, oder? Error? Schwer. 101,8 stand da. Ich will noch mehr. 104,5. Okay, jetzt Roland. Und jetzt ich als Schmalhans. Dann muss man nur machen, oder? Ja, der Chris ist da. Welcher Chris? Ja, Chris. Vielleicht ist gerade vorbei. Kennt ihr sich, ja? 107,1. So, was ist der aktuelle Stand hier? Boah, mir hat bis deppert, oder? Ihr habt ja Jux und Tollerei gehabt. Ach, vom Mikro, gell? Ja. Warum klebt das auf meinem Chris Lee? Ich hab's zuerst auf der Nase gekommen. Aber ja, ohne Witz. Weißt du, was gestern genau da lag, wo der Matze seinen Ellbogen hat? Was? Endepunkt. Willi ist angekommen, dort einkaufen, fährt ins Hotel und dann wird er trainieren gehen und dann schauen wir mal, wie der Kadaver ausschaut. Sonst gratulieren wir Camilla zum 5. Platz beim zweiten Bodybuilding-Wettkampf. Von der Amateur-Olympia, 700.000 Frauen. Möglich, ja. Sonst war ich happy heute mit allem. Du hast gar nichts zu sagen, oder wie? Ja, er hat, glaube ich, nur geschlafen. Ja. Naja, leider nicht. Ich bin ja, habe mich ja eingestellt auf um 7 Uhr losfahren. Wenn dann einer mitten in der Nacht schreibt, nee, wir fahren erst um 8:30 los, dann... Ja, er hat wenigstens geschrieben, das ist ja schon ein Improvement zu früher. Ja, dann ist aber der Wecker gestellt bereits. Ach so. Ja, noch genug Zeit zum Weiterschlafen. Naja, wird schon mal aufgestanden werden. Ja, selber schuld, oder? Ich bin eigentlich dafür, dass du in diesem Video jetzt den Nachtrag vom Klettervideo reinschneißt, also, nämlich unsere, also Herrn Hoffmanns und meine Sichtweise der Dinge. Da gibt es hoch aufgelöstes Videomaterial. Wenn er beim Strauch ist, okay? Wenn er beim Strauch ist, ist eh niemand in die Luft, das wird zampf, ja. Ich habe mich über meinen angeschlagenen körperlichen Zustand lustig gemacht. Nee. Wie ein junger Gott. Ja. Noch Fragen? Nee. Anregungen? Nee, jetzt habe ich auch Wünsche? 3 Minuten und 30 Sekunden. Nonsens. Inhaltslos. Ja, kompletten Nonsens. Arschloch-Content. Ich habe schon wieder Anschiss von meiner Frau gekriegt. Ich habe mir schon fast gedacht. Für was? Ja, weil ich gesagt habe, der Paul hat Unterschenkel wie eine Giraffe. Ob seine Mutter eine Giraffe ist. Meine Frau ist aber auch streng. Ja, ist sie. Müsstest du sie schon kennen, oder? Ja, aber ich kenne sie ja nicht okay. So in der Funktion als Zensor. Ich kenne sie ja nur so vom Essen gehen. So. Ja, auch der ist immer Zensor. Aber Giraffe ist doch nicht so ein süßes Tier. Finde ich auch. Giraffe, sagt man bei euch. Giraffe. Giraffe. Ist das vornehmer, oder? Ja, wie sagt sie? Giraffe? Ja, klar. Ja. Er sagt ja Colgate. Ja, sondern? Colgate. Oh. Colgate muss auch sagen. Colgate. Colgate. Sagt man so in der Hut, oder was? Ja. Bei uns? Fresh? Colgate. Ja, meine Frau ist streng, aber gut so. Ja. Sucht oder Ordnung? Das wäre komplett verloren.
So, dann machen wir mal Pause, stoppen und sehen uns bei mit dem Willi wieder. Und kauft Flexpresso, weil das ist das Einzige, was uns jetzt noch wach haltet. Ja, na, morgen ist es zu 20%. Nee, bis zu 30% gibt es noch morgen. Ja, aber auf dem Flexpresso? Weiß ich nicht. Aber also ab morgen müssen wir auf jeden Fall maximal eskalieren. Ab Mittwoch 18 Uhr. Olympia Week. Mhm. High Protein. Ja, also, da wir jetzt schon 20% haben, muss ja in der Olympia Week eigentlich noch ein bisschen was kommen. Ja, ich sag bis zu 30%. Zu 30%. Zuschlagen. Wie gesagt, wenn ich lese Extra Strong Taste, dann warte ich mir jetzt, ob das Rum oder Wodka drin ist. Dann kannst du noch zufügen, wenn du willst. Die Kaffeenote. Können wir einen Espresso Martini machen? Flexpresso Martini. Läuft ein bisschen gegen den Sinn des dem Produkt. Warum? Dem Sinn des Produkts zuwider. Gleichzeitig, du konsumierst dann Protein, Kohlenhydrate, Koffein und Koffein und Wodka wirkt synergetisch, weil es beides leicht entwässernd wirkt. Also weiß jetzt nicht, ob das so eine schlechte Strategie ist. Also auf jeden Fall langfristig wahrscheinlich nicht. Langfristig, aber was der? Vor dem Wettkampf vielleicht, ja. Willi will's wissen, so geht's gleich weiter. Bis gleich. Auf Wiedersehen. Ah ja, übrigens, der Matthias Busse hat da Bergernasen. Geht's hier nach kurzem Päuschen direkt weiter? Boah, ich weiß nicht, wie lange das war, ich bin ein bisschen eingefangen. Ach, geschlafen hat der Bein hier. Hör auf zu ziehen! Ich hab Bock auf so eine Remarkable. Remarkable? Dann ah, da wird wieder auch dabei. Teriyaki-Bock habe ich mich ziemlich dran gewöhnt. Ja, so top. Müssen wir schnell die Posi machen, dann gibt es noch eine Remarkable. Was war? Schnell Posi machen, dann gibt es eine Remarkable. Ja. Mit Awesome Sauce. Sollen wir mal einen Stunt machen? Wie kommt sie was? Der Film war nicht schlecht, hast du schaut voll geil? Was? Hast du voll geil geschaut? Nee. Ist wirklich gut. Wie kommst du da voll geil? Ja, voll geil. Erstens, Cold Seavers war voll geil. Und da gibt es ja eine Neuverfilmung. Aha. Jetzt. Ich hätte meine Idee wäre aber eigentlich, dass David sich mal außen auf so ein Brett stellt und außen dran mitfährt. Als Folge. Ich kann irgendwie drüber springen. Ja, komm, wir fangen damit mal an. Stell dich mal aufs Brett, mach das Fenster runter. Komm. Mach nur hier die Straße runter. Kann ich gleich machen. Ach komm, David, dann ist dunkel. Das machen wir beim Zugfahren. Dann ist es stockdunkel. Ja, aber jetzt müssen wir ins Studio. Yes, thank you. It's like the Nucleus. It's my home here. Quarter turn. And front. Back cover. Let's spread. Yeah, I just saw him too, because he rides the golf cart. He rides the golf cart, yeah. I don't know what car, but I'm trying to come up with a name that I told you the Americans gonna know. Marshall Lynch, L-Y-N-C-H-I-T, yes. Yeah, that dude, yes. Yes! No? So, at the airport, there people look at me. I thought I was this dude. You think so? Yeah. He does.